da viermal gegenbrettern mit Vollgas, damit dieses Kackviech von Mercedes-Benz-Fahrer-Scheiße, ja, damit er wieder vorwärts fährt und mal den doofen anderen Iveco oder was auch immer die Marke von dem anderen LKW war, damit er den mal wieder fahren lässt, damit das sich da aufgelöst hat und ich wieder weiterfahren kann, weil ganz ehrlich, es ist doch... Der krieg ich, Fallung krieg ich da, ey, nee, Alter, da geht mir der Stift. Ehrlich, ey, da krieg ich eine Halsschlagader. Mann. Wer hat so gut alles angefangen und dann will ich von meinem Vertrag anfangen zu reden und klatsche in so einen Kack-LKW und krieg 63% Schaden, Mann. Alter, ey. Ja, und dann danach, ne, die Fracht natürlich auch direkt 12 oder 13% Schaden. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, weißt du. Und danach fahre ich auch noch direkt in ein Auto, hab 6% Schaden, weil ich da wieder geguckt habe, weil ich da wieder was googeln muss, weil ich wieder nicht nachgedacht habe und vorher irgendwelche Daten von den Sachen, die ich sagen möchte, aufgeschrieben habe. Und dann fahre ich wieder in einen rein und dann mache ich nicht mal was falsch. Und dann stehen da zwei und bumsen sich mitten auf der Straße. Oder keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht war einer am Straßenrand pissen oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja, als Brummifahrer wird man es wohl hinkriegen, zurückzusetzen und dann wieder in die andere Richtung weiterzufahren. Das ist kacke. Warum kann die KI das nicht? Warum kann die KI keine Unfälle erkennen und dann irgendwie... Ich meine, es würde ja okay sein, wenn dann Polizei oder sowas da kommen würde und dann erstmal absperren würde und man da stehen müsste oder so. Oder wenn es dann direkt eine Umleitung gibt, aber dass der Unfall eingebaut ist, finde ich ja an sich auch nicht schlecht, dass diese KI halt nicht alles richtig macht. Das finde ich halt echt gut. Aber das, wenn ein sowas dann in einer einspurigen, also beidseitig einspurigen Bahn festhält und so blockiert, weil, nee. Nee, Alter. Ihr merkt schon, ich werde leicht aggressiv gerade, weil meine Stimme, ja, hebt sich ein bisschen. Ich rede etwas schneller als sonst. Oh Gott, ey. So. Ja, also wie gesagt, der jetzige Kontostand ist nicht akzeptabel für mich, weil ich nichts falsch gemacht habe. Klar kann man mir jetzt vorwerfen, ja, du bist ja... Okay, das ist jetzt meine Schuld gewesen. Wieso drücke ich immer F5? Alles wird gut. Alles, ich bin mir ganz sicher, alles wird gut. Ich krieg wahrscheinlich für den Auftrag. Ich hatte letztens, glaube ich, 2% Schaden und habe bei Abzug für Schäden irgendwie 3.000 oder 4.000 gehabt. Ich bin gespannt, ey. Wahrscheinlich kriege ich einen Zehner in die Hand, Alter. Und ein bisschen Spritgeld. LKW-Schrott, Ladungsschrott. Wie kann eigentlich... Wie kann Sand kaputt gehen, Mann? Ey, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was das für Sand ist, ne? Aber ich habe noch nie Sand gesehen, der kaputt geht. Muss ich so... Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, Sand. Ladung ist kaputt, ne? Hast du gesehen? Der Sand sieht... Der sieht aber ganz und gar nicht aus. Der ist aber ganz schön... Der ist ja ganz schön weich geworden jetzt, ne? Ey. Ja, wir brauchen 1A Sand. Der ist jetzt eckig, vorher war der rund, ich bin mir sicher. Alter. Ey. 20 Tonnen Sand, wer braucht 20 Tonnen Sand? Was ist bitte in Köln, dass die 20... Also entweder die machen Kindergarten aus oder die haben da drin eine Betonfabrik. Das sind die zwei einzigen... Oder die machen eine Glaserei. Glaserei, ne, nimmt Sand, knallt das da in den Ofen, fertig, Glas. Dann will ich ja verstehen, ne? Wenn die Glaserei schon in Dingens wäre. Ich weiß gerade nicht. Wo sind wir? Wo kommen wir her? Warte.
Da muss ich jetzt ganz kurz gucken. In Cardiff, ja. Wenn in Cardiff eine Glaserei wäre, ne? Und ich da vorher Sand hingebracht hätte und jetzt Glas dabei hätte, würde ich sagen, gut, Glas kann kaputt gehen. Das stimmt wohl. Aber Sand? Das Einzige, was kaputt gehen kann, ist der Anhänger. Und den Anhänger haben die sich doch eh irgendwo gemietet. Ah! Diese Logik. Nein! Ich will nicht mehr. Ah, und ich fahre auf der langsamen Spur. Ich bin so dämlich. Ich bin immer noch an den Linksverkehr so gewöhnt. Verdammt. Aus Frust bremse ich jetzt alles ab, was hinter mir ist. Scheißegal. Ey. Sand kaputt. Ich will es ja auch verstehen. Sand ins Getriebe gekommen und das Getriebe jetzt kaputt. Ja, das würde ich verstehen. Weil Schrott ist es wahrscheinlich eh. Bei 20% Schaden. Was muss man überhaupt machen? Was sind 20% Schaden denn echt? Keine Ahnung. Tür kaputt? Tür gar nicht mehr vorhanden? Oder was sind 20% Auspuff abgefallen? Ja gut, ist bei einem LKW natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Ich glaube, das würde man hören. So ein LKW, ne, wenn der keinen Auspuff mehr hat, dann rührt der ja wie ein Hirsch in der Brumpfzeit. Dauerhaft. Mit Qualm. Ja, aber ist halt nicht. Reifen kaputt kann auch schwer sein. Dann würde der, glaube ich, nicht mehr so schnell fahren. Motor kaputt. Das ist es. Abschleppdienst rufen. Woher will er mich denn bringen? Nach Lille. Natürlich. Komm, hauen wir raus. Ist ja nicht so... Ich meine, ich habe doch Geld. Ich habe das doch. Ich habe das Geld doch. Ich komme nie wieder aus diesem Minus raus. Ich schwör's dir. Also, wie gesagt, also mindestens... 3.000 oder 4.000 werde ich mir geben. Per Cheat Engine. Tut mir leid. Ja, werde ich auch mit aufnehmen, dass das nicht mehr ist, als ich sage. Aber, und auch der Schaden. Ja, den also, die Schadensbegrenzung. Ich werde mich wahrscheinlich so 5.000 ins Plus bringen ab jetzt. Weil aus dem einfachen Grund, dass ich eine Menge Schaden kassiert habe. Durch den, durch diesen Zwischenfall, der am Spiel, der wo der Fehler am Spiel lag und nicht an mir. Guck mal, ich krieg schon diesen Assi, also es tut mir jetzt leid, wenn jemand so spricht, weil er einen Sprachfehler hat, aber dieses ich hasse das so, dass ich will zu Beatboxer werden, ja, ich. Ja, und guck mal, krieg ich direkt einen Assi-Slang, ey, weil ich so genervt bin, Alter. So. So, und ich werde mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Oder, nee, ich werde es lassen. Ich werde jetzt aufnehmen. Was macht ihr? Was parken die hier auf der... Und dann ziehen sie auf einmal an einem vorbei. Dann, wenn man gerade da in die Richtung schon wollte, weißt du? Dann ziehen sie an einem vorbei. Ist klar. Fahr, mein Freund. Fahr, wenn du noch leben willst. Wenn du Familie und Kinder hast, dann fahr erst recht, echt. Ey. Was... Ah! Was mache ich hier? Wieso fahre ich denn mir denn überhaupt hinterher? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Ich sollte dieses Spiel nicht mehr spielen. Ey, Alkohol am Steuer kann manchmal gut sein. Das tut mir leid. So, ganz kurz. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise, ja, es liegen jetzt zwischen dem letzten von mir gesagten Wort und jetzt liegen schon fast eine Woche. Und deswegen sage ich so und damit hallo und herzlich willkommen. Denn ja, meine Mutter hat mich halt runtergerufen und da musste ich den PC abbauen. Weil ich jetzt bei meinem Vater bin. Ja, und da möchte ich natürlich auch aufnehmen und so. Und zocken, ne, die Schere. Aber das ist sowieso ein bisschen behindert gelaufen. Denn mein Vater bzw. Telekom hat halt vergessen, die Abrechnung zu machen. Was heißt vergessen? Also mein Vater hat halt Mahnung gekriegt. Aber dachte er, ja gut, hä, wieso? Also ich meine, im Endeffekt wird er eigentlich automatisch überwiesen. Und dann wollte er sich da immer mal wieder so dran setzen, weil halt nie gesagt wurde, ja, wenn du es nicht machst, dann ist gleich vorbei. Also wenn du es nicht machst, dann wird der Dingens abgeschaltet, der Anschluss. Und seit November... Erwarten die jetzt schon, dass Papa nachzahlt und das war halt, das wusste er halt nicht so.
dass die das nicht gekriegt hatten. Also diese Mahnung, er dachte halt, ja gut, dann ist es irgendein... Also auf jeden Fall hat er es nicht drin. Und das ist am Ende dadurch passiert, weil ein Telekom-Mitarbeiter den Haken nicht gesetzt hat, dass die die Berechtigung haben, das da abzuziehen. Das heißt, normalerweise hätte Papa jeden Monat das überweisen müssen. Hat halt nicht gemacht. Das heißt, es mussten 117 Euro nachgezahlt werden. Aber gut, ne? So ist das dann halt. Und so gegen Montag oder Dienstag haben wir da wieder Internet. Heute haben wir übrigens den Samstag, 14.02.2015. 21.18 Uhr. Ja. Oh, ey. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen für mein in der letzten Folge doch recht ungezügeltes Temperament, sag ich mal. Ich habe mir das gerade eben nochmal angeguckt, kurz. Das war schon ein bisschen krass, ne? Aber ich kann es auch verstehen. Und ich habe mir das Geld auch noch nicht zurückgeholt, was ich eigentlich machen wollte. Ich denke mal, dass ich das jetzt gleich mal machen werde. Ich weiß gar nicht, wie weit ist das ungefähr noch? Ja. Ja, ich mach das dann. Ich muss gleich eh pennen. Wenn ich gepennt habe, dann speichere ich einmal und dann hole ich mir das Geld wieder. Ich habe gesagt, irgendwas letzte Folge, dass ich wieder 3000 habe oder so, habe ich gesagt, ne? Keine Ahnung. Weil das war halt auch echt unfair durch diesen Unfall da. Das ist auch echt ein bisschen mies gewesen, ne? Ja, miese, ne? Nee. Sorry, falls ich jetzt als Cheater oder so abgestempelt werde, aber ich habe richtig viel Geld dadurch verloren, dass ich das Spiel einen Fehler aufgewiesen habe. Und das liegt auch nicht am Mod oder so, sondern das war einfach vom Spiel falsch kalkuliert. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob die KI einfach in dem Moment, naja, ich sag mal, falsch reagiert hat, nicht, sondern dass die beide gleichzeitig gespawnt sind und zwar so, dass sie ineinander fahren. Das kann ja mal vorkommen, das ist ja auch kein Problem. Aber ich werde es mir halt auf jeden Fall zurückholen, weil das ist halt einfach mich richtig mies. Weil ich ja sowieso noch auf keinen grünen Zweig so richtig gekommen bin irgendwie. Und jetzt schon wieder Schulden machen musste. Durch in dem Fall, also mit den Schulden, durch meinen eigenen Fehler. Aber trotzdem, also... ja. Wie gesagt, ich werde mal gucken. Vielleicht werde ich mir auch ein bisschen mehr geben. Da ich ja diese 50.000 da geholt hatte. Und dann hatte ich ja noch 20.000 fast. Und das ist halt alles abgezogen. Ich werde es halt echt gucken. Ihr seht dann ja gleich auch, was ich habe. Und ja. Aber ich penne jetzt erstmal hier. Schilzi Manilzi. Wow. Ja, das Pi. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Jetzt müssen wir ganz kurz darauf achten. Ich weiß gar nicht. Wo können wir bitte... Ach so. Ja gut, ne? Dann fahren wir halt nur eine Runde. Eine Ehrenrunde. Nein, komm, wir fahren. Wir setzen hier zurück. Cause we can. Ja. Nein, nicht den Auflieger. Okay, ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt möchte ich euch ganz kurz nochmal irgendwas zeigen. Also, ich habe jetzt nochmal 2000 von Saskia gekriegt. Also, bevor ihr jetzt denkt, dass ich da mehr gestartet habe, 2000 von Saskia gekriegt. So, und jetzt bin ich gleich voll am Start damit, ne? Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Und ihr seht, ich habe mir 20.000 gegeben. Einfach aus dem Grund, weil ich, um überhaupt zu cheaten, erst... ich werde mal ganz kurz den Musikplayer überprüfen. So, ich habe jetzt mal das Spiel neu gestartet. So... Und ja, ich habe mir 20.000 gegeben, einfach aus dem Grund, weil ich 10.000 nochmal von der Bank abholen musste.
damit der erste Unterschied gegeben ist, weil ich